Das war jetzt Florenz. Was hätte man hier? Jetzt machen wir die Toskana. Halt, wir fangen bei Monteligioni an. Im 13. Jahrhundert von den Oberherren von Siena erbaut, spielte Monteligioni eine aktive Rolle bei der Verteidigung der Toskana gegen florentinische Versuche, sein Territorium zu erweitern. An vorderster Front stand bei diesem Konflikt die Auditore-Familie, die zu den Regenten und Beschützern der Stadt wurde. Die Auditore waren es auch, welche die berühmten Mauern Monteligionis erbauten, die heute noch zu sehen sind. Obwohl sie in Opposition zu den florentinischen Begehrlichkeiten standen, hatten die Auditore ein sehr herzliches Verhältnis zur Medici-Familie, wohl vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen florentinischen Wurzeln. Monteligioni leistete den Angriffen von Florenz bis 1554 erfolgreich Widerstand, bis die Stadt verraten wurde. Giovanni Zetti, der Hüter der Garnison und Exilant aus Florenz, erhielt als Gegenleistung für die Schlüssel der Stadt die Erlaubnis, nach Florenz zurückzukehren. Außergewöhnlich war, dass die Auditore ihre Herrschaft über Monteligioni auch unter florentinischer Kontrolle aufrechterhalten durften, was uns zeigt, dass die Medici ihre Freunde nicht vergessen. Villa Auditore. Ja, an diesem Ort gibt es eine Glyphe. Die Villa Auditore wurde im Jahre 1290 erbaut und war ein wichtiger Vorreiter der Architektur der früheren Renaissance. Die wunderbare Symmetrie und die geordnete Geometrie der Villa waren für die damalige Zeit eine Offenbarung. Nicht ausschließlich an Ästhetik interessiert hat Domenico Auditore, der Urgroßvater von Ezio Auditore, sein Zuhause gleichzeitig als Festung und als Übungsplatz ausgelegt. Die Villa überblickt sowohl die Stadt, die sie beschützt, als auch die Ebenen der Toskana. Nachdem die Fassade durch einen florentinischen Angriff im Jahre 1320 beschädigt wurde, hat man die heutige Fassade errichtet, um eine Gemäldegalerie eingebaut. Domenico war mehr als nur Architekt und Krieger, er war auch ein sehr guter Ingenieur. Das Gebäude hat mehrere einmalige Besonderheiten, beispielsweise versteckte Kammern und Räumen mit Mechanismen, die den Zutritt blockieren. Dadurch ist das Gebäude sowohl technisch als auch architektonisch außerordentlich interessant. San Gimignano, bekannt nach dem heiligen Geminianius, der angeblich einen dichten Nebel heraufbeschwor, um die Stadt Modena und Attila, dem Hunnen, zu retten, wurde San Gimignano im 3. Jahrhundert nach Christi gegründet. Die Stadt wuchs als wichtiger Haltepunkt um den Pilgerweg nach Rom seit dem 10. Jahrhundert beständig an. Im Jahre 1199, als die Bürger wohlhabend geworden waren, spaltete sich San Gimignano vom Bischof von Volterra ab und wurde selbstverwaltend. Die für die Stadt so typischen Türme entstanden in einem Wettstreit ihrer reichen Bürger, um zu zeigen, wie viel Geld sie in der Tasche hatten. Zu ihrer Glanzzeit gab es in der Stadt 72 Türme, aber die Pest von 1348 schwächte San Gimignano stark. Ohne Geld für die Instandhaltung begann die Stadt zu zerfallen. Der Stadtrat bat Florenz um Hilfe und Florenz übernahm die Kontrolle. Monte Oliveto Maggiore. Ja, gibt's auch eine Glyphe. Das Benediktinerkloster des Monte Oliveto Maggiore wurde 1313 von Bernardo Tolomei gegründet. Von allen Mönchen sind die Benediktiner am besten etabliert. Sie praktizieren Frieden, Gebet und Arbeit und leben in autarken Kommunen mit eigener lokaler Selbstverwaltung. Monte Oliveto Maggiore besaß den Großteil der Ländereien in der Siena-Region. Eine eigene Regierung kam daher beim Umgang mit solcherlei Reichtümern sehr gelegen, genauso wie ein guter Rechtsanwalt. Glücklicherweise war Bernardo Tolomei Jurist. Und als er verstarb, hinterließ er das Kloster in einem sehr profitablen Zustand. So, Villa Salviati.
Der Erzbischof Francesco Salviati, reich geworden durch seine Verbindung mit dem Papst, kaufte diese toskanische Villa im Jahre 1475 in der Hoffnung, Erzbischof von Florenz zu werden. Er verbrachte die nächsten Jahre damit, sie im toskanischen Stil zu renovieren, während er mit der Pazzi-Familie Pläne für einen Überfall auf Florenz schmiedete. Traurigerweise ließ ihm das Ränkeschmieden vor seinem unvermeidlichen Ableben nur wenig Zeit, sie zu genießen. Archivierte Dokumente weisen darauf hin, dass Salviati, nachdem die Verschwörung im Süden angelangt war, seine erzbischöfliche Kleidung gegen die eines Bewohners von Florenz tauschte, der dann an seiner Stelle gehängt wurde, während er selbst in seine Villa fliehen konnte. Toro del Diavolo. Ja, da gibt's auch eine Glyphe, die haben wir ja auch schon. Vermutlich als mittelalterliche Verteidigungsanlage erbaut, wurde das Toro del Diavolo einst von einem begehbaren Steg gekrönt. Die Planken des Stegs wurden von um die Spitze umgeordneten hölzernen Bolzen gehalten. Je nachdem, wen man fragt, rührt der Name Teufelsturm entweder daher, dass der Turm einmal vom Blitz getroffen wurde, oder daher, dass er ursprünglich Eigentümer einmal von einer Reise zurückgekehrte und ihn ein ewig höherer Vorwand vorfand als bei seiner Abreise. Okay. Toro Rognosa. Der Toro Rognosa ist mit dem Palazzo Vecchio del Podesta aus dem 13. Jahrhundert verbunden und ragt 51 Meter über den San Gimignano hinaus. Podesta, Stadtvogt, war der Titel, welcher dem ernannten Herrscher vieler italienischer Städte verliehen wurde. Der Palazzo Vecchio war etwa 100 Jahre lang die Residenz des Podesta von San Gimignano, bis er 1337 über den Platz in den Palazzo Comunale zog. Warum brach der Podesta einfach so mit der Tradition? Vielleicht, weil der Palazzo Comunale den höchsten Turm in San Gimignano hat. Turmneid, ein Faktor, den du als Motor für Veränderungen nicht unterschätzen darfst. Santa Maria Assunta. Ja, da gibt's auch eine Glyphe. Die Einwohner bezeichnen die im 12. Jahrhundert erbaute Kirche Santa Maria Assunta als Duomo, aber sie hatte diesen Titel eigentlich nicht verdient, denn die Stadt ist kein Bischofssitz. Überraschenderweise hat sie keinen Turm, obwohl sie in San Gimignano, der Stadt der Türme, steht. Solch ein geradezu zölibatärer Akt war von der Kirche kommend, wahrscheinlich ein kluger Schachzug. Palazzo Comunale. Der Palazzo Comunale, das Rathaus von San Gimignano, wurde 1288 als Sitz der Stadtregierung erbaut. Wie es sich für die Stadt der Türme geziemt, war einer der ersten Beschlüsse des Rates in seiner neuen Heimatstätte, eben dieses durch die Errichtung des Toro Grossa zu krönen. Der Podesta bezog den Palazzo Comunale im Jahre 1337. Toro dei Salvucci. Ja, da gibt's auch Glyphen, die haben wir auch schon. In einer für ihre Türme berühmten Stadt errichtete die Salvucci-Familie im 13. Jahrhundert als Zeichen ihrer Macht nicht einen, sondern gleich zwei. Und nicht genug damit, dass sie zwei errichteten, sie bauten sie auch noch höher als den Turm des Herrschers des Podestas von San Gimignano. Und das trotz eines Gesetzes aus dem Jahre 1255, welches solch einen Akt der Aggression aus Ziegel und Mörtel untersagte. Empört setzte der Podesta, durch das die Türme verkleinert wurden, bis sie seine nicht mehr überragten. Turmneid. Torre Grossa. Der Torre Grossa ragt 54 Meter über San Gimignano hinaus. Als größter Turm der Stadt macht er seinen Namen alle Ehre. Im Unterschied zu seinen eigenen anderen Türmen beherbergt er sogar eine Glocke. Der Bau des Torre Grossa begann 1300 und wurde 1311 vollendet.
Antikes römisches Theater. Ja, da gibt's eine Glyphe, die haben wir auch. Ruinen alter römischer Theater, die von ähnlichen konstruierten griechischen Theatern inspiriert waren, findet man in dem einst vom Imperium beherrschten Gebieten überall. Römische Theater wurden normalerweise aus Beton gebaut, einem Material, das in Italien der Renaissance nicht mehr verwendet wurde, da man das Rezept verloren hatte. Ihr halbkreisförmiger Aufbau verlieh ihnen eine ausgezeichnete Akustik, dank derer die Zuschauer auf der Bühne aufgeführten Stücke, Reden und Chorgesänge gut hören konnten. Fällt dir der fehlende Marmor auf? Die Italiener der Renaissance haben im Umgang mit römischen Bauten eine rudimentäre Form des Recyclings praktiziert. Man riss alles, was man finden konnte, von den Gebäuden, um es gratis weiterzuverwenden. So, das war die Toskana. Jetzt brauchen wir die Romagna. Forli. Schon im Jahre 798.000 vor Christus von altsteinzeitlichen Höhlenmenschen besiedelt, die sich für den Feuerstein in der Gegend interessierten, ist Forli seitdem immer ein industrielles Zentrum geblieben. Der Name kommt von den Römern Forum Livi, welches die Stadt 188 vor Christus an der Villa Amelia bauten. Diese ist eine der vielen Straßen, die gebaut wurden, nachdem die Gallier in der Region befriedet wurden. Nach der römischen Herrschaft fiel Forli zunächst an die Lombardei, danach in die Hände der Kirche. Im Jahre 889 wurde Forli zu einer unabhängigen Republik, was den Vatikan extrem erzürnte und zu einem 400-jährigen Konflikt führte. Zusätzlich zu den ständigen Manipulationen Roms musste sich Forli einem konstanten Strom von Goten, Byzantinern und Franken erwehren. Dazu kamen die jährlichen Überschwemmungen, die aber 1050 durch eine Umleitung der nahen Flüsse unter Kontrolle gebracht wurde. Wie die meisten unabhängigen Republiken wurde auch Forli Ende des 13. Jahrhunderts zu einer Diktatur und wurde dann an die Ordelaffi-Familie übergeben, die trotz des Löwen mit herausgestreckter Zunge in ihrem Wappen weder süß noch nett waren. Als die Ordelaffi 1480 untereinander um die Nachfolge kämpften, mischte sich der Papst ein und gab die Stadt seinem Neffen Girolamo Riario. Aber es lief nicht so, wie der Papst sich das vorgestellt hatte. Als Girolamo starb, ging die Stadt an seine Frau, die Amazone von Forli, Katharina Sforza, die mit allen Mitteln dafür kämpfte, dass der Vatikan nicht wieder die Kontrolle übernahm. Schließlich wurde aber auch Katharina besiegt und Forli wurde wieder von der Kirche kontrolliert. Abbasina di San Mercuriale. Oh Gott, oh Gott. Ja, da gibt's eine Glyphe. Der Turm der Abbazia di San Mercuriale ist mit seiner Höhe von 75 Metern einer der höchsten Italiens. Die erste Kirche an diesem Ort wurde 1173 durch ein Feuer zerstört. Das jetzige Gebäude wurde mit Ziegeln im lombardisch-romanischen Baustil errichtet und die Konstruktion dauerte nur 7 Monate, was sie zu einer wundersamsten Bauausführungen in der Geschichte Italiens macht. Der Säulengang an der rechten Seite der Kirche ist Teil des Kreuzgangs der Abtei. Rocca di Ravaldino. Die Festung wurde 1471 von dem Architekten Giorgio Marchesi Fiorentino mit quadratischem Grundriss und imposanten Ecktürmen erbaut. Sie entstand im Auftrag von Pino III., dem Lehnsherrn von Forli, und wurde von Girolamo Riario, dem neuen Herrn, um eine Zitadelle erweitert. Die Zitadelle wurde später zur Zufluchtsstätte von Katharina Sforza, wo sich im Jahre 1500 vor einem Angriff von Cesare Borgia, dem blutrünstigsten Sohn Rodrigo Borgias, verbarg. Später diente es als Gefängnis. Klingt nicht wirklich nach einem gemütlichen Ort, an dem man gerne seine Zeit verbringen möchte, oder? Palazzo Comunale.
Der Palazzo Comunale wurde im Jahre 1000 um den bestehenden Turm herum erbaut, 1412 erweitert und von den Ordelaffi-Familie, den Herrschern von Forli, gekauft. Ihre Herrschaft war geprägt von exzessiver Gewalt, die in der Herrschaft von Pino dem III. Ordelaffi gipfelte. Er brachte seinen Bruder für den Thron um, tötete seine erste Frau, seine Mutter und seine zweite Frau, bis er schließlich von seiner dritten Frau selbst ermordet wurde. Ach ja, beinahe hätte ich vergessen, er war auch ein großer Förderer der Kunst. Venezianischer Vorposten. Ja, gibt's eine Glyphe. Die Marinestrategie der Venezianer beinhaltete die Aufrechterhaltung einer Reihe von Basen entlang ihrer Handelsrouten in den Osten. So stellten sie sicher, dass ihre Händler die Strecke zurücklegen konnten, ohne von Piraten oder ihren Feinden, den Türken, angegriffen zu werden. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts war die venezianische Flotte mit dem Versuch beschäftigt, die Flotte von Karl dem 8., dem König von Frankreich, aus Italien zu vertreiben, als türkische Einheiten ohne Vorwarnung angriffen. Venedig wurde ordentlich besiegt und verlor seine griechischen Außenposten. Daraufhin gelang es den Türken, venezianisches Gebiet in Norditalien zu erobern. Obwohl es Venedig gelang, den größten Teil seines Territoriums zu halten, sollte es nie wieder zu einer bedeutenden Seemacht aufsteigen.